Hallo, oh, dumm. Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel auf diesem Kanal, auf das ich mich jetzt schon so lange freue. Absolver, so ähnlich wie For Honor, eigentlich fast das gleiche, also vom Prinzip her. Ich hatte vorhin schon mal angefangen, aber es hat die Aufnahme ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin nicht weit gekommen, deswegen habe ich gedacht, fange ich doch mal neu an. Wir können uns unseren Charakter erstellen. Ui, ja, das ging sehr schnell. Und das finde ich auch schon sehr cool. Ich hatte hier das da gehabt vorhin und das da. Ja, den Bob finde ich super. Und wir sind natürlich eine Frau. Gehen weiter. Und den Kampfstil. Ja, es gibt unterschiedliche Kampfstilarten. Insgesamt 3 Stück. Später kommt noch eine 4. dazu. Der Stacker? Heißt der Stacker? Da bin ich gerade verwirrt. Okay, Forsaken. Aktive Fähigkeit parieren. Damit kann man den Angreifer betäuben, beziehungsweise eher den Gegner. Blockt den Angriff vollständig und betäubt deine Gegner. Da steht's ja. Dann die Kalt-Methode. Absorbieren. Hebt die Betäubung durch Angriffe auf. Die verlorene Gesundheit kann zurückerlangt werden. Windfall. Verbessert vor... Nee, gar nicht. Entgehe am Angriff und verlangsame ihn. Ich habe zwischen der Kalt-Methode und dem Windfall lange überlegt, weil die Forsaken... Man sieht ja auch Schwierigkeitsgrad 3, wenn man halt die Kaltmethode hat und dieses Stun aufheben kann, dann ist das irgendwie nicht so cool und aus dem ganz Schwierigen ist nicht so toll. Das Absorbieren ist schon ganz hilfreich, denke ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich möchte jetzt erstmal eine Klasse nehmen. Ich hatte vorhin den Windfall genommen. Deswegen... Ja... Nehmen wir den einfach nochmal. Obwohl es mir echt nicht leicht gefallen ist. Ich fand es sehr schwer. Schauen wir mal. So, dann nennen wir uns doch mal Iaskfae. Name existiert bereits. Das stimmt. Von meinem ersten Charakter. Na toll. Dann nennen wir uns einfach Absolver Iaskfae. Zu viele Zeichen. Ach, komm schon. Iaskfae. So. Wir spielen einfach später mit dem anderen Charakter. Das macht bestimmt keinen Unterschied. Jo, und auf einmal sind wir dann in der Natur gelandet, ne? Und hier können wir jetzt rumspringen und machen. Das ist das Tutorial. Man kann nur einen Weg laufen. Ich finde, das sieht hier so cool aus. Die Grafik, der Stil. Das ist so Ebenen von Adal. Da hinten ist, glaube ich, die Stadt Adal. Und wir sind davor und gehen auf dem Weg dorthin, nehme ich an. Ach man, das ist so cool. Nein, man kann nicht sterben, das habe ich schon herausgefunden. Das sieht so cool aus. Oh Mann. So. RB, antippen. Halten und Ziel wechseln.
Okay, wieder RB ist frei bewegen. Das ist noch relativ einfach. Hier können wir das machen. Angriffe verbrauchen Ausdauer. XXX. So. Ich frage mich, ob wir irgendwo einen Ausdauerbalken haben. Ich sehe den nämlich nicht. Oder ist das der da unten? Das ist eine gute Frage. Wir bekommen auch Erfahrungspunkte. Oben rechts haben wir gesehen. Dein Kampfdeck hat 4 Haltungen. Jede beginnt mit anderen Angriffen. Nimm jede Haltung einmal ein. Also dafür, wir müssen uns fokussieren und RT halten und dabei den Stick belegen. So. Alternative Angriffe ändern deine Haltung, sodass du sie fließend mit anderen Angriffen verketten kannst. Aber halt nur, wenn man es hinkriegt, ne? Da. So. Aber ändert der das eigentlich random? Okay, den Trick haben wir schon mal drauf. Dann können wir jetzt weitergehen. Man merkt schon, es ist viel. Manche Angriffe können eine besondere Eigenschaft besitzen. Das Feuer summt ein wenig. So, RB fokussieren. Und dann müssen wir hier hin und Y drücken. Yep. LT halten. Ich dachte eigentlich, der wird ultra viel Schaden machen, aber ich glaube, es geht sogar. So, eieiei, jetzt haben wir da noch reingehauen. Oh, da ist aber auch was zum Aufmachen. Aber ich muss mich erst noch dran gewöhnen an die Kombis. Das ist ja klar. Okay. Okay, Finte. Deckung erlaubt es dir auch, einen Angriff abzubrechen, wenn du sie direkt nach dem Angreifen nutzt. Finte. Direkt nach dem Angreifen. Finte ist dann. Ah. Okay, ich verstehe. Das ist aber krasses Timing hier, was man haben muss. Ups, da habe ich auf den Tisch geklopft. Weiter geht's. Hier kamen wir nicht her, oder? Kamen wir hierher? Oh Mann, meine Orientierung. Übrigens, die Steinchen, die wir hier hinten sehen, die uns da so am Hintern schweben, das sind unsere Tension-Spannungssteinchen. Aus dem Video weiß ich, dass man, wenn man das sammelt, kann man bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel kann man dann. Moment. Sich eine Waffe zaubern. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Genau genommen weiß ich noch gar nichts in diesem Spiel. Ah, das hat nicht geklappt, das ist der einzige. Batz. Ach du Scheiße, das hat ja jetzt gerade reingehauen. Komm, stirb jetzt. Ja. So, und wir sehen auch hier rechts an diesen Symbolen, dass wir die Fähigkeiten und die Kombos erst freischalten müssen. Wir können nicht von Anfang an alles, wir müssen das erst noch lernen. So, was ich gelernt habe, die Steinchen da unten sind Speicherpunkte. Wenn ich jetzt sterbe, dann würde ich hier wieder spawnen. Wir gehen mal direkt die Treppe hoch. Öffnen. Lässt sich nicht von dieser Seite aus öffnen, okay. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite hoch. Hier. Oh ja, hier ist einer. Wow, das war gut. Das war gut. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich das gemacht habe. Das ist ja das Klassische bei diesem Kampfspiel. Man drückt einfach irgendwelche Knöpfchen. Oh, Stufenaufstieg. Meditation. Aha. So, wieder was gelernt. Dann gehen wir mal weiter. Solange. Ausgeschaltet. Entgehen, springen, duck dich oder mach Seitenschritte, um jeweils tiefen, hohen und seitlichen Angriffen zu entgehen. Ah.
Komm, jetzt halt mal den Ball flach hier. Ich will dich ja nur besiegen. RB. Okay. Da kann ich nicht so viel machen. Hier geht's runter. Und jetzt sind wir auch an der Tür. Die machen wir schon mal auf. Und hier müsste sich dann der letzte schon befinden. Oh, guck mal, ich bin gesprungen. Frag mich, die Attacke braucht ja relativ lang mit dem Fuß. Die kann man bestimmt gut unterbrechen. Das heißt, sie ist gar nicht so gut, aber... Ja, müssen wir ausprobieren. Das sind ja hier alles noch einfache Gegner, nehme ich an. So. Und jetzt müssten wir durch die Tür raus können. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Meditation. Erstmal gehen wir hier durch. Oh. Okay, wir sind in einer Ruine. Ansprechen. Ich bin Thalem. Ich werde versuchen, dir auf deinem Weg zu helfen. Aber wenn du dich an die Faltung verlierst, kann ich dich nicht retten. Okay, wir stehen uns ziemlich nah. Nicht alle, die die Maske tragen, sind deine Feinde, weißt du? Ich werde dich nicht angreifen. Okay, wer ist denn die Faltung? Wenn du in Sicherheit bist, kannst du dich in die Meditation begeben und mit Meditation. Ich sage immer Mediation, das heißt Meditation. Alles klar. Der hat eine coole Maske. Ich hätte die auch gerne. Unsere ist so schlicht und einfach, aber die. So, Meditation ist dann auf Pfeil. Ah, wir können beides anklicken. Ausrüstung. Schutz. Ach, wir haben schon bessere Sachen. Die wiegt ein bisschen mehr. Aber gibt uns bessere Schutz vor Schlag und vor Schnitten. Ich nehme die mal. Da haben wir nichts anderes. Oh, da haben wir Schulterplatten. Die schützen uns auch. Rüsten wir auch mal aus. Wir haben noch... doch, da haben wir eine Maske. Das macht keinen Unterschied. Die sieht nur irgendwie... Die mag ich nicht so. Zwei Hosen. Oh, die wiegen dann alle so viel, ne? Aber die sieht besser aus. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch was Cooles. Ja, das sieht doch schon mal cool aus. Scheiß auf Gewicht. So, Meditation. Anwärterstufe 2. Hier können wir jetzt leveln. Stärke. Bei der Stärke geht es nicht nur um reine Muskelmasse. Sie ist ein Maß dafür, wie gut die Energie deines Körpers und deines Geistes kanalisieren kannst. Wie gut du. Erhöht den Schaden von Angriffen und die auf Stärke basieren. Gewandtheit. Die Gewandtheit zu steigern war eine wichtige Tradition in der imperialen Familie von Adal, da sie großen Wert auf anmutige und exakte Bewegungen legte. Erhöht den Schaden von Angriffen, die auf Gewandtheit basieren. Das ist vermutlich was für uns. Vitalität. Vitalität spiegelt die Fähigkeit, wieder Schmerzen und Verletzungen zu ertragen. Es geht hier also eher um geistige als um körperliche Grenzen. Erhöht die maximale Gesundheit. Auch gut. Widerstandsfähig zu sein gegenüber Belastungen, das nicht nur für Arbeiter, sondern auch für. Das ist nicht nur für. Ja, komm, lesen kann jeder selbst. Erhöht die maximale Ausdauer und erlaubt so, mehr Angriffe zu verketten oder öfter Deckung zu nutzen. Spannung in Scherben zu speichern und freizusetzen erfordert beträchtliche geistige Anstrengungen. Erhöht die Menge an Spannung, die bei erfolgreicher Defensivaktion mit einer Scherbe aufgefangen gespeichert wird. Ach so, das sind diese Tension-Dinger, von denen ich gesprochen habe. Wenn wir das skillen, dann kriegen wir also mehr. Oder mehr Spannung einfach nur, also mehr Steinchen. Und wenn wir defensiv sind, dann wird das gesammelt. Okay, Mobilität. Ein Krieger kann schwere Schulterpanzer... Ein Krieger kann schwere Schutzpanzer tragen und riskieren, langsam zu werden oder sich für leichtere Ausrüstung entscheiden, die weniger Schutz gegen feindliche Angriffe bietet. Mobilität ergibt sich aus dem Gewicht der Rüstung. Erhöht den Schaden von Angriffen, die auf Mobilität basieren. Erhöht die Wiederherstellung von Ausdauer. Ach so... Ja komm, wir nehmen mal noch Vitalität, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Nein, kann ich... Ach so, da unten muss ich erst auf OK machen. Gut, dann gucken wir jetzt mal da oben. Kampfdeck. Ja, man kann hier verschiedene Sachen skillen. Weiter nach rechts komme ich noch nicht. Das müssen wir erst noch lernen. Und hier kann man sich seine Kombos zusammenbasteln.
Auf Bearbeiten, okay. Hier zum Beispiel. Angriffssequenzen, alternative Angriffe, aber ey. Ich bräuchte da meine Controller-Zahlen, ne? Ich weiß absolut nicht, wie und was und so, ne? Ja, da muss ich mich noch mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Menü. Übungsmodus verlassen. Zurück. Und zurück. Und jetzt gehen wir dahin. Du freundlicher Mensch. Du freundlicher Mensch. Sag ich doch, jetzt haben die zum Beispiel meinen Schlag voll geblockt. Oh Gott. So, wir haben wieder viel gelernt. 300 XP haben wir bekommen. Laufen. Ja, jetzt sprinten wir, auf den Knüppel drücken. Und da ist Alda. Oh, wir sehen so fancy aus. Das muss ich gerade mal sagen. Nicht nur bequem, sondern auch schick. Außer die Schuhe, die müssen wir noch ändern. Aber die Hosen, boah, die finde ich ja so cool. Guck mal, unsere Maske leuchtet noch von unten. Alles klar. So, wir kommen jetzt langsam zur Stadt. Ein riesiger Wasserfall. Wir folgen dem Weg mal. Das war's. Lotsenschaftsbrücke. Okay, ich habe sogar... Jetzt, glaube ich, ist das Tutorial auch vorbei. Wir gucken mal. Dann kam ja immer in einer Zwischensequenz. Eieiei. Gebiet betreten. Fetzt. Hallo, Fetzt. Das sind jetzt hier Randoms, die reinkommen. Und wahrscheinlich auch gerade das Tutorial abgeschlossen haben. Das heißt, hier kann man schon gegen andere kämpfen, Fragezeichen. Na, guck mal. Wer hockt denn da? Altar aktivieren, machen wir. Ich glaube, das sind auch so Speichersteine. Interagieren. Soziales, Kampfübungen, Kampfprüfungen. Aha, ja, ja, komm. Schule. Wir haben keine Schule. Wir gehen da nicht hin. Nee, ich will nicht das Spiel beenden. Ich wollte nur den Modus beenden. So. Jetzt haben wir gespeichert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Absolver wieder. Oh, ich freue mich schon, wie es weitergeht. Dann natürlich mal ein bisschen so Multiplayer-Kampf-Action. Vielen Dank, bis dabei seid und bis zum nächsten Mal.